Tadaima, tu je so kurz, du hast deine Tierparade. Mit mir, Ratita Ketschi, und ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen, aber leider Gottes habe ich statt auf Tagebuch zu klicken, auf Schlafen gehen geklickt. Und was ist natürlich passiert? Na los, Chloe, bist du fertig? Da ist sie! Unser Sonnenschein! Chloe ist endlich groß geworden! Ja, ich habe mein Taschentuch und meine Papiertücher. Bei der Weihe feiern wir Chloes Wachstum. Komm, lass uns ein Foto machen gehen. Jetzt ist Chloe endlich groß! Oh mein Gott! Hallo Chloe, bist du groß geworden? Ja, ich bin schon groß! In dem jungen Alter vertragen sie sich schon prächtig, wunderbar. Oh, scheiße, das war Ollis Stimme. Ich muss ja für Chloe auch noch Klamotten shoppen gehen. Okay, bereit, bitte lächeln. Die einzige Familie mit zwei Kindern in diesem Dorf. Ich werde euch das Foto schicken. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Morgen, Tita. Habt ihr was Leckeres gemacht? Aber als Essenspaket. Ich würde fast sagen, Finale. Oh, Finale. Oh. So, einmal speichern, bitte. Mit Chloe! Wir haben es doch tatsächlich noch vor Jahresende geschafft. Und ja, wir haben jetzt auch bestimmt ein zweites Bett hier. Ja, da ist Chloes Bett, da ist Mirkos Bett. Und hier oben ist riesen viel Platz. Ich finde es eigentlich schade, dass man nicht sagen kann, okay, der Junge wohnt jetzt oben und das Mädchen darf hier unten das Zimmer einrichten und unser Reich ist halt hier drüben. Wir teilen uns die Küche. So nach dem Motto. Hugo. Mal mit Hugo trainieren. Je häufiger er den Trick macht, umso besser beherrscht er ihn. Und ich glaube, ab einer bestimmten Anzahl, wo er den Trick gemacht hat, kriegt er dann Level 2 dazu. Ach, da ist Chloe. Reden. Welch große möchte ich Farmerin werden? Das ist super. Chloe will auch Farmerin werden. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich Chloe umziehen kann. Beziehungsweise ob ich... Silberbrosche. Kristallbrosche. Silberring. Kristallring. Okay. Lapislazuli-Anhänger. Silberring. Ich glaube, Lapislazuli passt am besten. Peridot. Kristallanhänger. Genau, ey, komm, machen wir hier alles aus Kristall. Unser kleiner Sonnenschein. Ja, für die
müssen doch jetzt auch noch shoppen gehen, ne? Also das geht ja nicht. Wir können ja unser Kind nicht rumlaufen lassen wie der letzten Dreck hier. Unsere Familie hat da schon ein gewisses Ansehen. Aber ich werde gleich mal gucken wieder, ob mir auch keine Tiere krank geworden sind. Was? André ist krank. Okay, eine Medizin müssen wir kaufen. André hat sich erkältet und das wollen wir natürlich nicht so stehen lassen. Ich finde es merkwürdig, dass sie jetzt alle krank werden, wo sie nur noch drinnen sind. So. Und... Das Witzige ist ja, ich wäre gespannt, ob wenn man jetzt ein Tier schwängert, ob das dann auch noch krank wird oder ob es dann schwanger bleibt. So, André ist natürlich ein Schaf. Düser. So, haben wir die Medizin? Hier haben wir die Medizin. Zu André? Nee, du bist Jamie. André ist hier vorne. Und ich schaffe es mal wieder nicht, den Futternapf zu treffen. Der Rest muss jetzt sich drum streiten. So, wir haben übrigens, wie ihr sehen könnt, schön viel Geld verdient, dadurch, dass ich die Blumen verkauft habe. Jetzt gehe ich nach Harmonika. Weil ich Zeit habe, gehe ich langsam nach Harmonika und nicht per Flug oder per Giraffenexpress. Flugexpress wäre, Elefantenflug wäre ja Richtung Flötenwälder. Ah, da fällt mir ein, wie sieht es eigentlich mit dem Pinguin aus? Hat er jetzt schon 4 Herzen oder so? Den hatte ich ja gestern noch einen Fisch gebracht. Herzen, yeah! Also, wenn man den jeden Tag einen Fisch bringt, dann hat er, glaube ich, jeden zweiten Tag ein Herz oder so. Werden wir also heute nicht diese Let's Play nicht mehr erleben, dass er unser Haustier wird. Schweige denn, mehr Trick als Trick 1 ausführt. Deswegen wollte ich gleich noch mal nach Abund. Ach ja, ich kann ihm ja dann gleich noch die Blechdose geben, die ich den einen Tag vom Schneeband bekommen habe. Oh Gott, meine Nase. Part ist echt Feierabend. Dann muss ich mir erstmal ein bisschen ausruhen. Außerdem wollte ich mit Freunden noch ein bisschen Eden Eternal spielen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Bring mir noch das hier. Bla 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 bla. Jetzt muss ich gerade eben noch mal überlegen, was ich wollte. Und mir ist es gerade wieder eingefallen. Ich wollte zur Schneiderei. Aber da haben wir auch noch Zeit. Weil die macht ja erst um 8 auf. Ach, Zeit für ein Kaukauchen. Ja, wir wollen ja dann für Chloe auch hübsche Anziehsachen kaufen.
damit wir unser Püppchen auch ausstaffieren können, ne? Und ja, ich glaube, dann ist auch schon der Zeitpunkt gekommen, wo ich mit unserem Sohn bei der Hand nehme und mit ihm zum Berg den Erntekönig besuchen gehe und sage: Junge, du bist alt genug, sieh zu, dass du selber klarkommst. Arsch tritt und hau ab. Nee, so schlimm wird's nicht, aber ja, unser Sohn geht dann auf Reisen. Soweit ich weiß, gibt man ihm dann was mit. Und dann kann man das Spiel neu starten mit der Option halt, dass man hier seine ganzen Attribute behält. Ich glaube, Göttinnenkanne, also Göttinnenwerkzeug bleibt wohl, glaube ich, erhalten oder so. Und ja. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob es alles auf Göttinnen gerüstet sein muss, damit man es behalten kann. Oder ob das jetzt nur zutrifft auf bestimmte. Dass man jetzt sagt, okay, wir haben ja jetzt beispielsweise mehr oder weniger die Gießkanne und den Hammer mehr benutzt und deswegen den auf Göttin gerüstet. Habe ich eigentlich noch andere Sachen auf Göttin gehabt? Gießkanne, Hammer. Ja. Die zwei wichtigsten Sachen, die ich eigentlich im Spiel brauche. Den Hammer für, um Steine zu klopfen und Edelsteine zu sammeln und so. Es gibt natürlich dann auch welche, die auf alle Fische aus sind und so. Aber ich bin da ein bisschen faul. So, jetzt haben wir es gleich 8 Uhr. Komm in die Steine rein, komm in die Steine rein. Los, 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 mach auf, mach auf. 8 Uhr. It's Shopping Queen Time. Tita, die Shopping Queen. So. So, jetzt geht's aber ab hier. Scheißegal, scheißegal. Alles wird gekauft für meine Tochter. So, und schon haben wir den Laden leer gekauft. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen wenig Klamotten. Das waren, glaube ich, bloß 3 Outfits. Bisschen wenig. Aber okay, an dem Silvesterabend gibt es ja noch die Möglichkeit, Besonderes einzukaufen. Aber das werden wir ja nicht mehr erleben. Ich habe ja gesagt, ich werde hier nur noch gucken, dass meine Tochter groß wird. Und jetzt werden wir die noch schnell ausstaffieren. Mit den. Ah, das Fantasy-Outfit finde ich immer so toll. Oder Gothic Monita. Auch toll. Hatte ich den schon? Oh, ich hatte noch nicht geguckt. Leere Blechdose. Ja, toll. Jetzt waren wir da und können ihn nicht mal. Jetzt haben wir in die zweite Dose hier. Na, egal. Scheiß die Wand, dann ist egal. Jetzt machen wir es so. Chloe umziehen! Yeah, nicht jetzt geht's ab. Rote Strickmütze. Ah, Partnerlook. Blau. Oh, blau sieht auch schick aus. Oh, die sieht auch schnuffig aus. Nee, schwarz ist kacke. Feuerbanner, blaues Banner, Piraten, tropisch,
Gothic Lolita Schwarz. Aber hier Fantasy finde ich schick. So, jetzt speichere ich nochmal ab. Tagebuch. Ist ja so ein kleiner Spitzbübischer. Karawane macht sich auf den Weg zum Erdenkönig. Ja. Ich hätte auch gerne die blaue Wollmütze für meinen Charakter. Mit dem blauen Hosenanzug sieht das, sehe das bestimmt gut aus. Das muss die Tochter, verstehe ich nicht. Ach, guck mal, da hinten ist der Ente. Die muss auch noch Hallo sagen. Komm, Killer. Nicht zurückbleiben. Dann hätten wir da noch den Affen, aber der ist mir auch Latte. Ja, sind happy, komm mit. Oh ja, das ist... Es fühlt sich noch nicht endgültig an, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich meine, ich kenne das eigentlich. Vielleicht machen wir jetzt an der zweiten Stelle noch einen Speicherstand für... danach sozusagen. Einmal vor dem Besuch und einmal nach dem Besuch. Kinder, seid ihr da? Ich glaube, ich werde Mirko schicken. Hallo Erdekönig. Klopf, klopf. Kennst du schon? Oh, was soll ich denn tun? Oh, Tita, du bist es. Ich muss eine Lösung für ein wichtiges Problem finden. Komm bitte später wieder. Erdekönig, was ist los? Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag es. Ich habe gesagt, später. Also gut. Ein Kind wie du könnte die Antwort sein. Darum höre. Weit im Osten liegt eine kleine Insel. Sie ist noch jung und die Kraft der Natur dort ist schwach. Wir müssen einen Setzling des Erdgöttinnenbaums dorthin bringen. Er kann nur von jemandem mit reinem Herzen überbracht werden. Tita, könnte ich diesem Kind diese Aufgabe übertragen? Mirko kann das, Chloe schafft das. Bin mir nicht sicher. Mirko kann das. Okay, ihr könnt auf mich zählen. Großer Bruder, du bist so ein Held. Sehr gut. Der Setzlingsträger ist bestimmt. Allerdings benötigen wir zwei Dinge. Ein Baumsetzling sowie ein Beschützer des Baumes im neuen Land.
Man sagt, der Setzling sei der Segen der Natur. Ich weiß nicht, was das ist. Der Segen der Natur muss stark und strahlend sein. Ich kenne mich mit weltlichen Gegenständen kaum aus. Hey Mama, davon haben wir viel zu Hause. Und glitzerndes, strahlendes Zeug habe ich auch gesehen. Ich habe es oft gesehen. Tita, wir können auch Ellen über die Kraft der Natur befragen. Oh, meine Nase. Also müssen wir allein befragen. Wo sind meine Kinder überhaupt? Zur Gettinnenquelle. Und da sind sie wieder. Komisch. Oben waren sie gerade verschwunden. So, dann geht's weiter zu Elaine. Göttinnenquelle. Weil die Erntewichtel sind ja alle hier. Oder Hallo! Du arbeitest sehr hart, wie ein fleißiges Bienchen. Ich war immer schon mit der Göttin zusammen. Wir sind immer zusammen. Hm? Oh, okay. Jetzt habe ich einen Schritt weiter gemacht und jetzt habe ich scheinbar was ausgelöst. Hm? Was glaubt ihr, könnte der Segen der Natur sein? Segen der Natur? Aus der Mine Diamant. Segen der Natur? Lass mich überlegen. Aus dem Wasser. Schinkolachs. Was, Segen der Natur? Vom Feld, edlen Honigmelone. Nein, was ist los, Natur? Käsekuchen trägt viel Natur in sich. Segen der Natur? Sowas wie das edle Sandwich. Okay, jetzt haben wir verschiedene edle Sachen, verschiedene kostbare Sachen vorgeschlagen bekommen, wobei der Diamant, glaube ich, mit das kostbarste war. Und, ja, habe ich allerdings nicht. Es ist halt so, wenn man seinem Kind das mitgibt, gibt es beim Neustart des Spiels, also wenn man das dann returnt, sag ich mal, kriegt man das dann von seinem Kind zum neuen Charakter hingetragen. Normalerweise denkt man ja, oh toll, da kann ich als Kind, als mein eigenes Kind das Spiel nochmal spielen, was ich eigentlich viel toller finde, wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, Chloe startet jetzt einen neuen Spielstand und da wächst sie sozusagen mit und kann dann einen der Charakter heiraten und so weiter und so fort und macht das Ganze von vorn, aber leider Gottes nicht. Nur das fehlt mir noch. Diamant einmal, Chinkolachs, edler Honigmelone, Käsekuchen, edles Sandwich. Ernsthaft? Daran kann ich mich gar nicht erinnern.
ich mir das echt nochmal aufschreiben. So. Ich brauche Diamant. Chi. Käsekuchen. Ich glaube, Käsekuchen kann ich noch hinkriegen. Edles Sandwich. Edles Sandwich kriegen wir gelegentlich von unserem Mann. Käsekuchen könnten wir, glaube ich, selber machen. Das müsste ich dann nur noch mal googeln. Edle Honigmelone. Also der Lachs ist, glaube ich, das Schwerste da dran. Jo, also sind wir doch noch nicht ganz durch. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde mal zwischendurch jetzt gucken, dass ich das Zeug organisieren kann. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.